Nächster Redner ist Norbert Sieber von der ÖVP. Und steht daher auch mit in Verhandlung. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Norbert Sieber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus. Ja, mit Fabian beschließen wir heute ein wirklich gutes Projekt. Teil 2, den ersten Teil haben wir im Dezember miteinander, alle miteinander beschlossen. Nun eben Teil 2. Und ja, Kollege Bernhard hat bereits erläutert, es wird einen Abänderungsantrag dazu geben. Nur er schreibt in seiner Einführung, in diesem Fall, die Vorlage des Familienverfahrens vereinfacht und beschleunigt die Verfahren ausdrücklich. Es wird also auch im Abänderungsantrag darauf hingewiesen, dass hier das Projekt Fabian Gutes bewirkt. Nun, wir haben bereits im Dezember, wie besprochen, beschlossen, dass die Familienbeihilfe eben um 4 Monate verlängert wird, um dann eben einen durchgängigen Bezug der Familienbeihilfe, wenn dann im Herbst mit dem Studium begonnen wird, zu gewährleisten. Das ist der eine Punkt. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass diese 4 Monate unabhängig davon, ob danach eine Ausbildung als Studium oder eine Ausbildung begonnen wird, weitergewährt ist. Wir verlängern also auch den Bezug der Familienbeihilfe um 4 Monate. Das ist, glaube ich, auch für die Familien insgesamt eine durchaus erfreuliche Meldung. Und mehrfach betont und möchte es auch noch einmal betonen, durch eben die Datenübermittlung von Studierenden aus dem Datenverbund der Universitäten und der Hochschulen wird das Verfahren eben entsprechend beschleunigt und vereinfacht. Auch das, glaube ich, ein ganz wichtiger und zentraler Punkt dieses Vorhabens. Aber zum Abänderungsantrag. Ja, die Kritik ist berechtigt und wurde angebracht, ist auch in die Stellungnahme gekommen, dass zum Beispiel die Sozialversicherungsnummern dass das kritisch gesehen wird. Richtig ist aber dann auch, dass genau deswegen ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass diese Sozialversicherungsnummern nur vorübergehend bis zum Herbst verwendet werden sollen und dann eben die schnellstmögliche Ausstattung mit verschlüsselten, bereichsspezifischen Personenkennzeichen, das ist die moderne Art hier der Verschlüsselung und ist datenschutzrechtlich auch absolut wasserdicht, verwendet wird. Diese besseren verschlüsselten Daten werden dann auch verpflichtend einzusetzen sein. Also den Übergang dazu sind die Sozialversicherungsnummern. Und wenn der Kollege Bernhard gemeint hat, wir haben eigentlich nicht so einen Zeitdruck, dann stimmt das natürlich nur etwas eingeschränkt. Wir haben schon einen Zeitdruck, denn wir wollen dieses System im Herbst starten. Wir wollen mit Fabian im Herbst starten und auch jetzt praktisch diese 4 Monate für die Studierenden bereits möglich machen, diesen Familienbeihilfe eben zu beziehen. Deswegen müssen wir jetzt die entsprechenden Adaptierungen vonstatten bringen, die technischen Adaptierungen unbedingt umsetzen. Und das braucht, weil es doch technisch herausfordernd ist, seine Zeit. Wir haben also, und das bestätigen auch alle Experten, schon Zeitdruck, hier in die Gänge zu kommen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir deswegen hier alle miteinander einstimmig diesen Beschluss fassen werden und werden eurem Antrag, obwohl er inhaltlich durchaus korrekt ist, aber nicht zustimmen. Fabian, das Programm, mit dem das Familienbeihilfeverfahren weiterentwickelt werden soll, muss jetzt auf den Weg gebracht werden, um im Herbst starten zu können, sagt Norbert Sieber von der ÖVP.